Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Livestream. Mein Name ist Laura Kästner. Beim letzten Mal ging es ja ein bisschen um unser Datenmodell. Heute kümmern wir uns primär um die nachhaltigen Energien. Und wer sich das vom letzten Mal gerne nochmal anschauen möchte, das ist schon im Chat gestellt. Und ja, wie gesagt, mein Name ist Laura Kästner. Ich arbeite hier im Vertrieb, bin für Schulungen zuständig bei Hotgenrot und führe sie jetzt so ein bisschen durch unsere Simulationsanwendung, durch nachhaltige Energien. Zusammen mit meinem Kollegen Herrn Holzapfel, Luca. Ja, ich bin Luca Holzapfel, war beim letzten Mal auch schon dabei. Begrüße Sie auch recht herzlich hier zum zweiten Livestream. Nutzen Sie gerne rechts an der Seite die Kommentarfunktion, schreiben Sie das Ganze da rein, wenn Sie Fragen haben oder ähnliches. Und dann seien Sie einfach gespannt, wenn wir jetzt starten mit unserem Thema, ja, nachhaltige Energiewelt. Dann legen wir mal los. Ja, wir haben es jetzt nochmal kurz aufgeschrieben, nachhaltige Energien. Wir holen sie so ein bisschen ab und führen sie durch unsere Simulation, durch unsere EcoCut, die ja wieder basiert sind auf unserem CAD-Modell. Da sind wir beim letzten Mal sehr ausführlich drauf eingegangen und da knüpfen wir jetzt im Grunde auch wieder an. Und genau, es geht um das Plus an energetischer Beratung im Grunde. Das heißt, Gebäude- und Anlagensimulation anhand unserer ETU-Simulation, beziehungsweise eben auch anhand des Planers. Und wie kann ich im Grunde meine Daten, die ich ja jetzt schon eingegeben habe, im Bestfalle weiter nutzen, um einfach einen Mehrwert an Beratung irgendwo zu generieren? Fällt dir spontan was ein, was du nutzen kannst? Ja, definitiv. Beim letzten Mal haben wir es ja wirklich sehr oft erwähnt, was für Daten relevant sind, was für Daten wir benötigen und sowas wie Bauteilgeometrie, Schichtaufbauten und ähnliches. Ich denke, da werden wir gleich im Nachgang nochmal öfters drauf zurückkommen. Wichtig ist einfach nur zu wissen, dass wenn Sie grafisch tätig waren und das Gebäude in der CAD erfasst haben, dass Sie relativ schnell die Möglichkeit haben, das Ganze zu erweitern im Bereich der Simulation, wie beim letzten Mal. Da war es das Beispiel Lüftungskonzept und Heizlast. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal weiter auf die Simulation eingehen. Ja, wir haben uns die Frage gestellt, warum simuliert werden sollte und wieso wir diesen Mehrwert nutzen sollen können. Und ja, ein primärer Grund ist halt natürlich, die dynamischen Einflüsse besser darzustellen und besser nutzen zu können. Das heißt, dynamische Einflüsse, was sind das? Also es sind im Endeffekt Einstrahlungskennwerte, die über die Fenster in das Gebäude eingetragen werden und die dadurch im Grunde auch zu einer, ja, Aufheizung des Gebäudes führen. Kann halt von Vorteil, kann auch von Nachteil sein, das muss halt zu bewerten werden. Dann gibt es eben diesen Punkt Realität versus Berechnung. Klar haben wir die Normberechnung, da sind wir jetzt auch schon häufiger mal drauf eingegangen. Also Luca sprach eben das Lüftungskonzept an. Ich denke da an die Heizlast und dann haben wir halt im Grunde so die Simulation, die mehr Richtung Realität versucht zu weisen. Ja, ich denke mal, das ist auch selbstverständlich bei der Heizlastberechnung zum Beispiel. Da haben wir ja unsere Festwerte. Wir wollen bei unserer Normaußentemperatur minus 10 Grad eine Innentemperatur von 20 Grad im Raum zum Beispiel erreichen und legen dann unser komplettes Gebäude dafür aus. Bei der Simulation ist es ja dann tatsächlich, dass wir unsere Wetterdaten nehmen von letzten Jahr, vorletzten Jahr oder Zukunftsprognosen und dann einfach in die Simulation gehen und unsere ganzen Einflüsse mit dabei berücksichtigen und einfach viel genauere Ergebnisse dabei rauskriegen. Nämlich Stundenwerte im Grunde. Und das gilt einerseits halt für das Gebäude, für die Energiewerte meines Gebäudes, aber auch für meine Anlagentechnik, die ich mir da zusammen konfiguriert habe. Also verschiedenste Verschaltungsmöglichkeiten, sei es jetzt Wärmepumpe mit PV, was ja gerade so am thematisch interessantesten im Grunde ist oder prägnantesten eben. Oder eben aber auch ja, ganz normale Heizkesselsysteme, die ich dann eben mit meiner Gebäudesimulation verknüpfen kann und somit halt, wie gesagt, ja, viel aussagekräftigere Ergebnisse oder Aussagen im Grunde liefern kann. Gerade auch bei dem Bereich dann im Bestand, also gerade wenn man in der Energieberatung oder ähnliches im Bestand tätig ist, ist ja auch immer die Frage, wenn ich da wirklich jetzt eine Wärmepumpe reinsetze mit den Heizflächen, die vielleicht vorhanden sind, haut das überhaupt hin oder nicht? Und ich kriege da natürlich immer viel eher bessere Ergebnisse raus, wenn ich das Ganze durchsimuliere und mir betrachten kann, als wenn ich das dann einfach in der statischen Berechnung mal eben in der Heizlastberechnung ermittle, haut das hin oder haut es nicht hin. Ja, lässt sich also im Grunde auch mehr Richtung Nachhaltigkeit verwenden, um einfach zu schauen, brauche ich jetzt wirklich die Dimension größer oder komme ich eigentlich auch selbst in meiner Zukunftsprognose mit meiner Wärmepumpe in der Dimension kleiner hin? Wollen wir mal weitergehen? Ich gucke mal weiter. Eigentlich haben wir nämlich ein Video Ah, drin.
Genau. Jetzt können wir noch ein bisschen reden, bis das Video gelaufen ist. Nein, wir machen einfach mal weiter. Ja, das Video war jetzt aus der CAD, aus unserer Anwendung, wo Sie dann die verschiedenen Räume und Zonen schon mal gesehen haben, beziehungsweise in dem Fall jetzt die Räume. Und das ist ja im Grunde auch ein Part, den wir eventuell schon angelegt haben in der CAD. Also Räume mit Temperaturen belegt, das haben wir halt potenziell natürlich auch schon in der CAD getan. Zonieren müssen wir noch oder vielleicht haben wir das auch schon gemacht, je nachdem, wie weit Sie da fortgeschritten sind, weil gerade diese Zonierungen halt sehr relevant sind im Grunde, um überhaupt simulieren zu können. Das, ja. Ja, also viel möglich in der CAD, was da drin ist. Und die Zonierung, also teilweise machen es tatsächlich Kunden, teilweise nicht. Der Reiter oder die Option wäre da, es in der CAD direkt vorzunehmen. Es geht aber auch dann tabellarisch, wenn es richtig gesagt ist, dass ich das nachträglich dann nochmal mache. Also ist ja auch gar kein Thema. Genau. Ja, und grundsätzlich müssen wir uns halt die Fragen stellen, welche Daten sind denn überhaupt schon verfügbar? Weil Daten sind im Grunde ja ein Mehrwert oder ein Gut, was man eben potenziell einfach auch sehr gut weiter nutzen kann, um eben diesen Mehrwert für den Kunden auch offerieren zu können. Und Datenmodell, Modellsprache, ne, also wir sprechen halt wirklich nicht mehr um das reine CAD-Modell, sondern wir sprechen ja auch BIM, vorsichtig gesagt. Da geht es ja im Grunde auch um Daten, die ich übertragen und weiterführen kann. Und diese Überschneidungen, die wollen wir natürlich uns zunutze machen, um dann potenziell halt, wie Sie es jetzt da in der Ansicht schon mal sehen, Schichtaufbauten weiter nutzen zu können, um so halt die Wärmespeicherfähigkeit zum Beispiel direkt mit betrachten zu können. Ja, eben schon erwähnt, wo sammeln wir überall Schichtaufbauten? Also im Regelfall, im besten Fall läuft es so ab, CAD-Gebäude erfasst und dann Schichtaufbauten hinterlegt für Lüftungskonzept, Heizlast und dann halt auch in die Simulation gehen und das Ganze durchsimulieren. Besser kann es also nicht laufen, weil die Daten gehen halt nicht verloren. Ja, Variantenvergleich, finden Sie das Optimum? Sehr interessant finde ich das hier mal zu sehen, gerade mit der Wirtschaftlichkeit, was dort so hinterlegt ist, dass man immer schauen kann, je nachdem, was man für eine Variante hat, wie sich das erstmal im Kostenbereich verhält, aber auch einfach die, ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier gerade haben, Gaskessel, Ölkessel, Wasser, Wärmepumpe, Solar und im Pelletkessel. Und ich denke, gerade wenn man das visualisiert sieht, hat man dann natürlich die beste Möglichkeit, dem Kunden das einmal vernünftig vorzulegen, aber auch für mich ein Fazit rauszuziehen, was ich denn letztendlich empfehlen kann mit gutem Gewissen. Ja, und das sind jetzt eventuell auch noch ältere Daten, sage ich mal, was jetzt die Betriebskosten und ja, die Heizmittelkosten im Grunde angeht. Da ist ja jetzt aktuell vielleicht auch ein Umschwung zu erwarten aus rein politischer Lage und dann ist es vielleicht auch schlauer, auf regenerative Energien zu setzen, um da halt früher auch eine Amortisation irgendwo zu haben und nicht nur den extrem hohen ja, Anschaffungs- und Investitionspreis, sondern im Grunde auch über die Zeitdauer der Nutzung, bedingt durch die ja, Rohstoffe, die da eingesetzt werden, auch was einzusparen. Und das ist hier so schön hingeschrieben, Beleuchtung verschiedener Faktoren, da ist es nochmal so aufgelistet auch, Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Behaglichkeit ist gleich nochmal ein Punkt, meine ich, was nochmal kommt, Verbrauch, Emissionen, autark und die Nachhaltigkeit. Auch Nachhaltigkeit gehen wir gleich nochmal drauf, ja, Eco-Cut, also wird auch nochmal interessant dahingehend. Wir können ja die nächste Folie, da ist es dann direkt mit der Behaglichkeit einmal aufgelistet. Möchtest du was dazu sagen? Ich finde, das ist ein sehr, sehr prägnantes Bild im Grunde, um dem Nutzer weiß machen zu wollen, wieso denn jetzt das eine Grad Raumtemperatur sinnvoll oder weniger sinnvoll ist. Ne? Also es wird ja schon gesagt, dass man durch ja, Runterfahren der Temperatur, der Raumtemperatur um 1 Grad Celsius oder ein Kelvin, wir haben eine Temperaturdifferenz, direkt schon, ich glaube, 5% einsparen kann an Heizkosten. Das ist schon enorm. Auf der anderen Seite möchte man sich ja als Nutzer oder als Bewohner wohlfühlen und das zeigt halt diese Punktwolke. Also wir sehen halt zwar viele Punkte im orangenen Bereich, das ist also der behagliche Bereich, der gelbe Bereich ist der noch behagliche und alles, was darüber hinaus ist, ist unbehaglich. Also da fühlen sich anhand von Berechnungen aus der Norm sehr viele Nutzer unwohl. Das heißt, wir sind hier in einem operativen Raumtemperaturbereich von stellenweise über 28 Grad und ja, das ist halt natürlich nicht sonderlich attraktiv für den Nutzer. Und da kann man halt versuchen, das zu optimieren. Einmal durch die Regelung über die relative Luftfeuchte und eben über die Raumtemperatur durch, ja, was fällt dir da ein?
Unterschiedlichste Faktoren, die wir dann natürlich haben. Also hier ist ja dann letztendlich so, dass wir im Bereich der Simulation immer wieder sagen können, wir gehen einmal zurück und ändern was an unseren Maßnahmen, schauen uns das Ganze dann nochmal in den Ergebnissen an. Ist, glaube ich, besser, als wenn man das in der Realität umsetzt und dann merkt, hier passt was nicht und das Ganze dann hinterfragt. War Meist eben auch teurer, mal, ne? ja, meist teurer, auch eben so ein Punkt gewesen, die richtigen Fragen stellen. Also vorab einmal ein bisschen mehr Gedanken machen und das ist zumindest das Kundenfeedback, was ich so reinkriege. Im Bereich der Simulation gerade, dass es ein sehr hilfreiches Tool ist, um einfach in der Nachbetreuung vielleicht nicht so viel Aufwand zu haben, als wenn man da erstmal etwas umsetzt mit der Hoffnung, ja, passt schon. Ja. Ergebnisse liefern. Ja, Ergebnisse mit der wichtigste Punkt, die beste Berechnung. Simulation nützt natürlich nichts für uns, wenn wir da keine Ergebnisse bei rauskriegen. Gerade diese Ergebnisse, die sind sehr detailliert dargestellt, liegt natürlich auch immer daran, wie man die Software mit Daten füttert oder füllt. Und hier haben wir dann einmal so Wärmegewinne, Wärmeverluste aufgeführt. Das ist sehr interessant zu betrachten, einmal zu schauen, wo kriege ich meine Wärme her oder vielleicht wo verliere ich sie. Denn gerade den Verlust ist natürlich der Fokus da, das Ganze zu reduzieren. Genau, und ich kriege einerseits halt nicht nur die Normberechnung raus, also sei es jetzt Kühllastberechnung oder Heizlastberechnung, sondern kriege darüber halt auch noch ja, kombinierte Verluste oder Gewinne eben raus, ne? Und das ist halt immer natürlich optisch ganz nett dargestellt und kann so eben im Grunde auch Ihrem Endkunden viel besser präsentiert werden, in welchem Bereich Sie jetzt vielleicht nochmal einsparen können oder was Sie besser verwenden könnten, um eben effizienter das Haus zu bauen. Ja, in den Ausdrucken oder in den Ergebnissen sieht man es ja immer relativ gut, dass man auswählen kann zwischen irgendwelchen Diagrammen oder halt Tabellen. Bei so Tabellen, ich kenne tatsächlich nur wenige Kunden, die sagen, damit gehen sie dann zum ja, Auftraggeber, zum Bauherrn und ich lege da ein paar Tabellenwerte vor. Nee. Wer die versteht, ist durchaus interessant. Gar keine, also das wollte ich jetzt nicht damit sagen, dass es uninteressante Werte sind. Aber gerade wenn man das so visualisiert nochmal sieht, ist schon viel wert, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Ja, wir bewegen uns immer noch im Optimum. Das ist natürlich auch irgendwo vom Wirtschaftlichen abhängig. Also welche Investitionen, wir haben es eben im Variantenvergleich schon mal gesehen, macht denn jetzt wirklich für den Kunden Sinn? Das ist natürlich immer auch von der aktuellen Lage abhängig, aber ich muss natürlich auch da sagen, wann hat sich meine Anlage denn amortisiert? Also wenn das 50 Jahre sind, macht das halt weniger Sinn. Da wird halt die Investition wahrscheinlich eher nicht getätigt, weil wir haben ja natürlich auch eine Nutzungsdauer der Anlagentechnik oder des Baustoffs und müssen entsprechend halt ja werten, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, das so einzusetzen, wie wir uns das in der tollsten Konfiguration geplant haben. Und damit gehen sie im Grunde auch an ihren Kunden dran. Das ist jetzt auch schon wieder so in Richtung, es geht langsam Richtung Ego-Cut, merkt man auf jeden Fall. Ja. Also da nochmal in die Bilanzierung rein. Aber natürlich auch interessant, dass man da dann die eigenen Werte hinterlegen kann. Es sind Standardparameter mit drin, die man aber natürlich immer noch anpassen kann. Also wir können da ja auch nicht in die Zukunft sehen und sagen, das sind jetzt die neuen Energiekosten oder ähnliches, die sie dort haben werden. Schön wäre es oder interessant wäre es, wer weiß, ob das schön wird. Aber Wirtschaftlichkeit ist natürlich immer ein sehr wichtiger Aspekt, gerade beim Endkunden. Ja, und im Grunde auch Herstellerdaten, die da zu hinterlegen sind in der Anlagentechnik, die werden dann natürlich entsprechend auch so ausgegeben und können auch per Stückliste an kaufmännische Software übertragen werden. Ja, und dadurch lässt sich halt nochmal einfacher auch final das Angebot dann stellen, weil ja, das ist für Sie natürlich dann auch entscheidend, dass Sie da nicht nochmal doppelte Dateneingaben haben und Zeit investieren müssen. Da hast du vollkommen recht, gerade im Bereich der kaufmännischen Abwicklung. Eben schon erwähnt, Stichwort BIM-Arbeitsmethode, hier auch nochmal nett dargestellt in der Mitte. BIM, also der Prozess an sich, der Arbeitsprozess nenne ich es jetzt mal, denn so ein Stück Software ist ja selten BIM, da ist das drum und dran immer zu betrachten, wie man auch mit den Daten verfährt dann und wie man die weiter behandelt. Hier ist im Regelfall immer auf unser Datenmodell zurückzuführen und dann dadurch einen optimierten Arbeitsprozess rauszukriegen. Ja, und das besteht eben aus verschiedenen Planungsteilen im Grunde, ne? Also die Richtung ist natürlich von Ihnen vorgegeben, aber wir beispielsweise haben halt angefangen mit den GEG und Nachweisen und das fließt halt alles wieder zurück in das Datenmodell, kann dann zum Beispiel, wie jetzt in unserem Falle, für die Simulation verwendet werden oder für die Auslegung, vielleicht auch von der Lüftungsanlage, je nachdem, wie man es halt geplant hat. Und gerade dieser Austausch macht es Ihnen in der ja, vorherigen Planung oder in der Planung selber vielleicht
anfangs ein bisschen komplexer, aber ja, der Nachtragbereich wird wahrscheinlich einfach deutlich geringer, weil sie viel mehr schauen können, was denn jetzt auf mich zukommt und ob das wirklich alles so funktioniert und passt. Ja, einfach abgestimmt, das stimme ich aufeinander. Dann gerade wie Start kaufmännischer Prozess, Kunde anlegen, dann geht es weiter, Projekte anlegen, die Stücklisten daraus, dann direkt wieder zurückschieben, Angebotserstellung bis hin zur Simulation und letztendlich dann in die Rechnungsstellung oder im Optimalfall natürlich Zahlungseingänge verbuchen, was, denke Wollte ich, jeder am gerade liebsten macht. sagen. Genau, es geht also ums Stichwort Digitalisierung. Wer vielleicht bei der Messe letzte Woche teilgenommen hat, da hatten wir auch sehr viele Themen zur Digitalisierung, sei es jetzt kaufmännischerseits oder eben halt auch mit der CAD-Anwendung oder ja, weiteren Programmteilen. Und das ist halt ja eh in aller Munde. Ja, richtig. Vielleicht da kurz nochmal so zur Ergänzung. Den Chat können Sie natürlich gerne nutzen, aber worauf ich eigentlich hinauf möchte, die erste Nachricht, der erste Livestream zum Thema Datenpotenzial, kann man auch nochmal drauf zurückschauen, passt gerade nämlich sehr gut zum Thema BIM. Einfach mal schauen, wie das da so funktioniert. Einfach mal draufklicken und reingucken. Ja, und wir haben uns etwas Besonderes überlegt, nämlich zu diesem Livestream, weil wir einfach mal dieses Format ein bisschen voranbringen wollen und pushen wollen, dass es ein Gewinnspiel gibt. Ein Gewinnspiel nicht im Sinne von richtigem Sachwert, sondern im Sinne von, ja, Wissen. Wissen ist halt doch eine sehr wichtige Sache und deswegen haben wir uns überlegt, dass es eine Schulung oder einen Schulungsgutschein zu gewinnen gibt. Den Link hat der Kollege gerade schon in den Chat gestellt. Einfach gerne da draufklicken, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, haben da noch ein, zwei Fragen reingepackt, die Sie gerne auch noch beantworten können. Und die Auswertung des Gewinnspiels, ja, machen wir jetzt gleich am Ende auch noch. Ja, wichtig wäre uns natürlich bei den ersten zwei Fragen, da geht es eher so um Ihre Meinung und zwar, was Sie sich zukünftig vorstellen können oder interessante Themen für Sie sind, sowas wie Wärmepumpe im Bestand, Baubegleitung oder ähnliches. Sie haben da ein Textfeld, sonstiges, da können Sie auch noch selber was reinschreiben. Und damit wir die perfekte Uhrzeit natürlich für so einen Livestream haben, damit wir möglichst viele Teilnehmer haben, sage ich mal, auch einmal die Option, dass Sie das Ganze dort hinterlegen können, wann Ihnen das am besten passt. Und für all diejenigen, die sich gerade die Aufzeichnung angucken, das geht ja auf den YouTube-Kanal, das wird leider nicht mehr möglich sein, da das Ganze im live abgespielt wird. Aber für all diejenigen, die gerade um ja, 16:18 Uhr drin sind, nehmen Sie am Gewinnspiel teil, der Link ist drin. Und dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten spannenden Thema, und zwar der Eco-Cut, der Ökobilanzierung. Graue Energie einsparen mit Hilfe von Eco-Cut ist wahrscheinlich schon bei relativ vielen Leuten bekannt. Bezieht sich da auf den Bereich graue Energie. Was das Ganze ist, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ansonsten wollen wir jetzt auch starten im Bereich EcoCut, Ökobilanzierung. Ja, wir haben uns ein bisschen an die aktuellen Marktthemen im Grunde gerichtet oder orientiert und geschaut, wie man da eventuell für Sie auch noch ein Tool liefern kann, womit Sie das auch bestmöglich im Projektwesen oder in dem Projektgeschäft irgendwie anbieten können. Und die EcoCut, wie der Name schon so ein bisschen verrät, ist halt unsere Ökobilanzierungssoftware auf Basis unserer HotCut wieder. Und unsere graue Energie, die jetzt eben schon angesprochen wurde vom Kollege, die bezieht sich halt im Grunde auf den gesamten Prozess der Errichtung eines Gebäudes. Das heißt, wir betrachten jetzt nicht nur den Baustoff an sich, sondern auch die Herstellung, den Transport, die Verarbeitung, den Einbau, das Recycling oder eben auch die Entsorgung. Und das sind natürlich viel mehr Faktoren, die einbezogen werden und die entsprechend das den Baustoff, der ja halt verbaut werden soll oder verbaut wurde, bewerten. Dazu gibt es dann entsprechende Nutzungsdauern, die Sie selber festlegen können. Und diese Baustoffdaten, sage ich mal vorsichtig, kommen eben aus unserer Ökobaudat, die wir eingebunden haben, beziehungsweise es ist ja nicht unsere, sondern wir haben halt diese Datenbank im Grunde verwendet, um da einfach ja, bestmögliche Informationsquellen für Sie zu liefern. Diese Datenbank wird eben auch regelmäßig aktualisiert und geneuert, um da dann eben aktuelle Daten auch wieder hinterlegen zu können. Ja, ich denke mal, das wird immer relevanter, dieser Punkt, dass man da tatsächlich darauf achtet, woher kommt dieser Baustoff, wie wurde der erzeugt, nicht, dass der jetzt irgendwo in einem fremden Land sehr weit von uns weg irgendwo ja, produziert wurde, dann auf ein Schiff geladen wurde, irgendwo zu einem Hafen hin, dann weiter auf einen Zug, dann wieder auf einen LKW. Das Ganze wird da halt mit berücksichtigt, woher kommt das Ganze. Und das gucken wir uns jetzt hier nochmal an. Da ist das nochmal auf so einer Grafik abgebildet. Einmal links der Rohstoffabbau, wie dieser Prozess startet. Und dann in die Herstellung von den Vorprodukten, also Stahlträger,
oder irgendwelche Ziegel in die Produktion bis oder über die Nutzung bis zum Lebensende. Und dann kommt ein entscheidender Punkt, entweder die Entsorgung, was das Ganze natürlich wieder negativ auslasten würde, oder zum Recyceln, dass wir das Ganze wieder ja, aufarbeiten und wiederverwenden können und dann den ganzen Prozess wieder von vorne starten. Ja, es geht also um Cradle to Cradle oder Cradle to Grave. Und gerade bei ja, nachwachsenden Rohstoffen ist dieser Prozess natürlich besser zu bewerten. Also Holz ist besser als Stahl zum Beispiel. Einfach auch wegen der ja, zu verwendenden Energie, die da reingesteckt wird. Und wir haben uns halt überlegt, dass diese Daten, diese Massen im Grunde ja schon da sind. Also wenn Sie mit der CAD erfasst haben, dann haben Sie halt Daten zu Ihren Baustoffen ja im Grunde schon hinterlegt. Im Optimalfall, wenn Sie halt Schichtaufbauten hinterlegt haben. Sie sehen, wir sind jetzt schon wieder beim Thema Schichtaufbauten. Wir hatten es eben bei der Simulation schon. Aber das soll im Grunde zeigen, wie wichtig diese Daten im Grunde für die weitere Berechnung auch sind. Und wir machen es eigentlich auch nicht so kompliziert, es einzugeben. Ich sage mal, wenn man irgendwann ein Portfolio an Daten hat, wie man sie verwendet an Schichtaufbauten, kann man die auch immer wieder verwenden. Ja, definitiv. Also einfach Schichtaufbauten speichern. Oftmals ist es ja so, dass man die gleichen oder vielleicht ein bisschen unterschiedliche einbaut, aber das kann man auch immer wieder abändern. Und es führt irgendwie immer wieder zurück auf diese Erfassung, auf die Art und Weise der Erfassung, dass man das Ganze dann dementsprechend nochmal gut nutzen kann. Also da sollte man dann viel Arbeit reinstecken und die nächsten Schritte kann man sich dann ins Endliche, sage ich mal, ausbauen. Ja, und es geht im Grunde auch anfangs natürlich so ein bisschen um die Förderungen, die jetzt auch forciert werden und hoffentlich jetzt bald wieder ja, so ein paar Neuerungen zu gibt, weil eben halt diese Ökobilanz auch von der Politik natürlich so ein bisschen ins Auge gefasst wurde. Ja, damit halt der Lebensweg des Baustoffs nicht endlich ist, sondern halt eigentlich ja nicht unendlich, aber zumindest ein bisschen länger als Cradle to Grave. Das ist ein sehr nahes Zukunftsthema, glaube ich. Also in einem Jahr wird vermutlich kaum einer noch so richtig drum herum kommen, kann ich mir vorstellen, dass sich Ja, da gut was tun wird. denke ich auch. Ja, die Öko-Baudat-Daten, wie gerade von dir schon angesprochen, die wir hinterlegt haben, da bist du allerdings mehr im Thema drin als ich. Deswegen kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Das muss ich offen und ehrlich hier zugestehen oder eingestehen. Ja, das sind hier jetzt eigentlich nur so die Haupt, nicht Siegel, aber Hauptanteilnahmen an der EcoCut quasi. Einmal die ÖkoBaudat, wie schon angesprochen, das ist die Datenbank im Grunde. Und dann haben wir halt die verschiedenen Siegel hier drin, also QNG Premium und QNG Plus. Das sind also die Bewertungsskalen, die wir dann am Ende der Berechnung im Grunde rausbekommen. Es geht also darum, im Grunde die Ressourcen und Umweltwirkungen zu beschreiben. Und das haben wir uns halt jetzt hier anhand von dem BNB und QNG-Siegel im Grunde rausgesucht. Und wir haben im Grunde in den Bewertungen selber zwei verschiedene Faktoren, die bewertet werden in den Ergebnissen. Einmal das Global Warming Potential, also ja, das globale Erderwärmungspotenzial sozusagen, und dann auf der anderen Seite der Primärenergieanteil, der nicht erneuerbar ist. Und das sind quasi diese beiden Dinge, die anhand dieser Siegel im Grunde bewertet werden, auf Basis von den eingegebenen Schichtaufbauten, und die dann ins Verhältnis mit der ÖkoBaudat-Datenbank gesetzt werden. Für all diejenigen, die sich vielleicht nichts darunter vorstellen können, schauen Sie einfach mal ja, in unseren Bereich der Demo-Version ein, denn auch davon gibt es eine Demo-Version, da können Sie sich auch ein gutes Musterprojekt laden und dann einfach mal testen, was die Software so kann. Und für diejenigen, die gerade frisch dazugekommen sind, eins darüber ist der Link zum Gewinnspiel, auch einfach mal vorbeischauen. Unsere Angebote, ETU-Simulationen in drei Abstufungen, Bronze, Silber, Einzelpart möglich. Das heißt, es ist auch nicht zwangsläufig notwendig, bei uns komplett alles zu haben. Sie können sich auch nur für die Simulation entscheiden. Und da gibt es dann, wie gesagt, diese drei Abstufungen. Inhaltlich ist drin im Bronze das CAD-Programm. Das CAD-Programm muss ja zwangsläufig nicht genutzt werden. Wir haben ja auch eine einfache Erfassungsmethode drin, wo wir dann quasi dann tabellarisch arbeiten oder über Parametereinstellungen Genau. vorgehen. Das ist eben bekannt schon aus anderen Programmen und wird da eben auch eingebunden. Und Basis dann, wie gesagt, die Gebäudesimulation immer, na, weil wir brauchen ja erstmal Energiedaten und darauf aufbauen dann die weiteren Anwendungen, sei es jetzt der sommerliche Wärmeschutz in Bronze zum Beispiel oder die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung oder ergänzend dann in Silber die Anlagensimulation, gerne auch genommen in Kombination mit der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage oder der Wärmepumpensimulation und dann ja, in Gold
final noch die Kühllastberechnung. Auch das ein sehr wichtiges Thema. Die Jahre werden wärmer und entsprechend müssen wir kühlen. Ja, jeder, der sagt, sommerlicher Wärmeschutz ist für mich sehr wichtig, sollte sich auch zwangsläufig mit dem Thema Kühlung beschäftigen. Da wird man auch nicht drum herum kommen, sobald man ein Haus hat, wo erhöhte Komfortbedürfnisse quasi da sind. Ja, wir sprachen ja eben schon über Behaglichkeit und das ist natürlich auch ein Einfluss an der Stelle, die ja etwas zu kühlenden Räume, die natürlich dann auch das Behaglichkeitsfeld wieder ins Orangene reinführen. Ja, und gerade in der heutigen Zeit, wer sich einen Neubau oder ein Gebäude saniert, umbaut, im Regelfall nimmt man die Fußbodenheizung und wenn man Fußbodenheizung legt, hat man ja auch schon gute Voraussetzungen zum Kühlen, also die hat man schon mal damit erschaffen. Dann braucht man nur noch einen Wärmeerzeuger, der auch kühlen kann im Sommer. Eine Wärmepumpe ist auch problemlos machbar, ja. Also Optionen bestehen da dann tatsächlich zu sagen, auch das Gebäude zu kühlen, wird auch immer häufiger gemacht. Das merken wir auch anhand der Anfrage hier einfach bei uns. Ja. So. Okay, wir kommen hier langsam Richtung Ende. Wir hätten jetzt die Software noch offen, könnten da gleich durchaus nochmal reingehen. Vielleicht hier nochmal zur Erinnerung, das dritte Mal Gewinnspiel, wer Interesse hat, einfach dran teilnehmen. Falls Sie Fragen haben, einfach in den Chat reinschreiben. Und die Demo-Version hatten wir gerade eben auch mal reingestellt. Ansonsten hast du noch was, Laura, was dir auf dem Herzen liegt? Konkret nicht. Also ich würde mich freuen, wenn Sie ein paar Demo-Versionen natürlich runterladen, einfach selber mal reinschauen, um zu gucken, ob das vielleicht für Ihren Arbeitsalltag eine Erleichterung darstellt oder ob Sie damit halt irgendwie nochmal besser beraten können, weil das wollten wir im Grunde mit der ganzen Veranstaltung auch so ein bisschen darstellen, dass man eben das Beratungspotenzial damit erweitern kann und die nachhaltigen Energien oder Energie nachhaltig nutzen kann. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich, glaube ich, einmal noch kurz in die Software gucken. Wir hatten nämlich ein Projekt auch schon geöffnet und auch simuliert, um einfach mal zu zeigen, welche Massen an Daten wir im Grunde zur Verfügung haben. Also es ist hier ein relativ simples Einfamilienhaus mit einer PV-Anlage und einer Wärmepumpe, die auch im Grunde eine Herstellerkennung hinterlegt hat. Und das ist jetzt erstmal meine Übersicht in der Anlagensimulation, also wie viel Strombedarf hat jetzt einerseits zum Beispiel meine Wärmepumpe, aber auch der Haushaltsstrom. Und Teile meines Haushaltsstroms werden natürlich auch über die PV-Anlage gedeckt. Also das sind hier, wie viel Netzbezug habe ich, wie viel Eigennutzung oder Direktverbrauch habe ich, was habe ich für einen Autarkiegrad. Das sind also alles Dinge, die ich mir relativ simpel im Grunde über einen Klick berechnen kann und für das gesamte Jahr stundentechnisch berechnen kann. Thema autark, kommt öfters die Anfrage rein, Stromspeicher, können wir das oder können wir sie nicht? Natürlich, geht auch. Sehr wichtiger Punkt natürlich, gerade ja. Wenn man über dieses Jahr über entscheiden möchte, ob man autark leben kann oder nicht, ist das natürlich mit zu berücksichtigen. Also ich denke mal, 100% Autarkie wird sich wirtschaftlich einfach nicht rechnen, aber einen hohen Grad, ich sag mal 70% etwa, ist schon realistisch zu rechnen und kann damit auch eben simuliert werden und da halt dann eben auf Basis von relativ realitätsnahen Daten. Mhm. Na, also keine pauschalen Daumenwerte, sondern wirklich Daten, die eben über die Strahlungsdaten im Grunde reinkommen, also Klimadaten, Meteorraumdaten. Ja, und das sind natürlich jetzt extrem viele Diagramme, die ich mir angucken kann, kann da auch reingehen. Man kann sich dann natürlich auch so die extremen Zeiten irgendwo rausfischen. Beispielsweise man vergleicht Mai mit August oder guckt einfach, wann der höchste Kühlbedarf auch ist, den ich dann eventuell auch über meine PV-Anlage so ein Stück weit mitdecken kann, weil meine PV-Anlage natürlich auch die Wärmepumpe speist. Und das sind also so die aussagekräftigen Monate, die ich mir dann selektieren kann. Also ich kann mir auch sagen, ich nehme jetzt mal den kältesten oder wärmsten Tag. Ein wärmster Tag, der wird irgendwo im August liegen, ach, im Juli sogar, 21. Juli. Und dann kann ich mir halt hier verschieden die Temperaturverläufe natürlich angucken und kann gucken, wie viel Stromerzeugung ich habe, wie viel ich davon einspeise, wie viel Netzbezug ich habe etc. Das sind einfach mannigfaltig Möglichkeiten, die ich eben zur Beratung nutzen kann. Kurzer Verweis noch auf die CO2-Emissionen. Auch das ist ja politisch ein bisschen vorgegeben. Wenn wir die komplette Anlagentechnik eingegeben haben und unseren Bereich Heiz- und Warmwasser hier zum Beispiel eingegeben haben, den Haushaltsstrom, wird dagegen gerechnet die PV-Anlage und am Ende kriegen wir eine Gesamtbilanz für unser Gebäude raus, wie viel Tonnen CO2 wir erzeugen im Jahr. Ist natürlich
jetzt blöd in diesem Beispiel, dass es im negativen Bereich ist, beziehungsweise dass die halt noch CO2 erzeugen, weil es geht natürlich auch, dass das hier im grünen Bereich sozusagen ist, weil die Anlagentechnik dann zum Beispiel so gut konfiguriert ist, dass sie halt grün sind. Da auch jetzt wieder die Möglichkeit, wenn man sowas feststellt, natürlich vorzeitig oder frühzeitig, dann kann man ja immer noch sagen, ich mache jetzt erstmal nur am PC eine Veränderung, gucke, wie sich das dort auswirkt, bevor ich dort tatsächlich ein Gebäude gebaut habe und mir dann diese Fragen stelle. Es ist durchaus sinnvoller, das Gebäude erstmal komplett visualisiert stehen zu haben, dann in die Berechnung, in die Simulation zu gehen und einfach mal zu überprüfen, wie wirkt sich das Ganze denn aus, ob das jetzt positiv, negativ war. Und so also kriegt man auch relativ schnell ein Gespür dafür, was denn wirklich gut ist und was vielleicht sich negativ auswirkt. Vielleicht hat man ja auch verschiedene Wärmeerzeugerhersteller, die man vergleichen möchte. Dann kann ich im Grunde über eine Variantenverwaltung verschiedene Varianten anlegen, wo ich verschiedene Schemata hinterlege mit verschiedenen Wärmepumpen zum Beispiel wieder mal und kann dann halt sagen, wo kommt denn jetzt wirklich wirtschaftlich mein bester Wert raus oder wo kriege ich die besten Erträge raus etc. Ja, eben in der Präsentation hatten wir es einmal kurz aufgelistet, diesen Variantenvergleich, wo dann einmal Öl, Gas, Pellet, Wärmepumpe, Luft und Sohle um die fünf unterschiedlichen Punkte dort aufgelistet waren. Und da konnte man dann immer relativ schnell rausschauen, was ist denn aus wirtschaftlicher Sicht am besten oder halt nicht am besten. Man sieht es hier, Sohle, Wasserwärmepumpe ist hier mit den Investitionskosten natürlich am höchsten. Für all diejenigen, die jetzt sagen, das ist unrealistisch, nageln Sie uns nicht drauf fest. Das ist ein exemplarisches Beispiel, was wir einfach nur hier so mal aufgeführt haben für Sie, damit Sie einen Eindruck kriegen, wie das Ganze aussehen kann. Ja, also man hat auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, mehr Beratungsmöglichkeiten mit der Simulation und hat dann auch mehr Einstellmöglichkeiten, also den Nutzungs- oder Bedarfsprofilen nochmal was vorzugeben, können auch eigene Bedarfsprofile einladen. Das wird häufig gefragt im Rahmen von PV-Anlagen, dass sie da dann halt eigene, ja, mir fällt der Name gerade nicht ein. Stromprofile, Entschuldigung, Stromprofile einladen können und auf der Basis dann gerechnet wird, ne? Weil sowas wird ja oft gelockt im Grunde. Sie kriegen CSV-Dateien raus und die können Sie eben auch einladen und damit kann dann auch das Gebäude berechnet werden, ne? Oder man überspringt oder gibt das Gebäude nur grob ein, wenn man irgendwie eine ja, Konfiguration für irgendwelche anstehenden Projekte macht. Also es ist noch nicht fertig geplant, möchte aber trotzdem gucken, wie es energiebedarfstechnisch aussieht. Da kann man dazu eben auch ganz gut die Simulation verwenden. Schnell Ergebnisse rauskriegen und erstmal, ja, vielleicht am Anfang gerade schauen, wohin geht die Reise denn tatsächlich. Ja, was hältst du davon, wenn wir eine kurze Pause machen? Wir gucken eben wegen dem Gewinnspiel nach, wer daran teilgenommen hat und fragen mal die Glücksfee, wer es geworden ist, der glückliche Gewinner. Ja. Und falls Sie Fragen oder ähnliches haben, schreiben Sie es einfach in den Chat rein. Wir stellen uns mal eben auf Stumm und sind dann gleich wieder für Sie da.
Ja, wir sind zurück, haben unsere Glücksfee gerade mal gefragt, wer gewonnen hat. Für all diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, ein Schulungsgutschein im Wert von 249 Euro. Also wichtig zu wissen, eine Schulung ist es, die mit drin ist. Und diese eine Schulung ist dann ja bis zu einem Wert von 249 Euro, kann natürlich auch eine sein, die weniger ist. Wir dürfen hier nicht den kompletten Namen sagen, deswegen herzlichen Glückwunsch, Georg. Georg, Sie haben gewonnen. Wir werden Sie im Nachgang noch kontaktieren und dann werden Sie auch die Möglichkeit haben, sich dort eine Schulung zu buchen und eine auszusuchen. Genau. Also herzlichen Glückwunsch auch von mir. Mal gucken, was Sie sich aussuchen. Vielleicht ja eine Hotcut-Schulung oder mal sehen, was sonst so ansteht. Und dann, ja, melden wir uns bei Ihnen. Für all diejenigen, die noch Fragen haben oder sich auch für die Akademie interessieren, der Link ist jetzt gerade reingekommen. Klicken Sie einfach mal drauf. Sie können sich eine Schulung raussuchen, falls dort Interesse besteht. Andernfalls folgen Sie einfach unserem Newsletter oder unserem YouTube-Kanal, wo Sie jetzt gerade drauf sind, für die neuesten Informationen. Und dann würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke, dass Sie mit dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch vielen, vielen Dank und ich hoffe, beim nächsten Mal haben wir dann ein ähnlich spannendes Thema vor uns. Das werten wir jetzt noch aus. Das haben wir auch abgefragt bei der Umfrage oder beim Gewinnspiel und mal gucken, was dabei rumkommt und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch.